Beat YouTube. Wie versprochen melde ich mich mit einem neuen Video zurück. Es freut mich sehr, dass du hier wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Und an die ganzen neuen Leute, die jetzt in letzter Zeit auch auf meinen Kanal gefunden haben, seid herzlich willkommen. Hat mich natürlich unglaublich gefreut, dass ihr hier auf den Kanal ebenso gefunden habt. Und heute habe ich ja mal so ein bisschen angekündigt, dass wir wieder so ins Thema Oberteile gehen. Ist einfach so ein Thema, wo es einfach enorm viele Möglichkeiten gibt. Die erste Art, ja, von Pullover, von langem Oberteil wird dir sicher jedem geläufig sein, sind so die typischen, da längeren Pullover, die so ein bisschen dicker gehalten sind, die meistens so einen Aufdruck haben oder einen Schriftzug. Was meine ich jetzt mit Aufdruck oder Schriftzug? Generell, wenn es um solche Aufdrucke geht, bin ich eigentlich immer eher ein Fan von, wenn der Aufdruck jetzt nicht zu aufdringlich gehalten ist. Also, wenn das jetzt nicht so ein riesiges Gemälde auf dem Pullover ist oder wenn da jetzt nicht so ein riesiges Bild drauf geklatscht ist. Ich bin eigentlich immer ein Fan von, wenn da einfach so ein schlichter Schriftzug drauf ist. Da ist ja egal, was da jetzt drauf steht, ob das jetzt eine Marke ist oder ob das einfach ein Spruch ist, ist ja völlig egal. Ich bin einfach eher ein Freund von, wenn so das Motiv auf dem Pullover relativ schlicht gehalten ist. Das ist dann natürlich auch für dein Outfit dann besser, denn wenn du so ein fettes Bild oder Gemälde auf deinem Pullover hast, ist es immer ja schwierig, da ja dieses Gemälde oder ja dieses Bild natürlich auch eigene Farben hat, eigene Eindrücke eben deinem Outfit vermittelt, und da ist es dann immer relativ schwierig, das dann irgendwie noch weiter zu kombinieren. Deswegen finde ich es immer relativ einfacher, da einfach einen schlichten Schriftzug drauf zu haben. Was an Pullovern auch ganz klar zu meinen Favoriten zählt, ist der Strickpulli. Egal, ob das jetzt in schwarz ist oder in hell, Strickpullis haben deswegen ja so einen hohen Stellenwert für mich, einfach weil sie oftmals so geschnitten sind, dass sie sich sehr schön an den Oberkörper anpassen. Sprich, diese Strickpullis sind öfters mal ja sehr eng geschnitten und eben so geschnitten, dass sie sich eben perfekt an deinen Oberkörper anpassen. Habe ich jetzt eben öfters mal gemerkt, wenn ich mir eben einen Strickpulli geholt habe. Strickpullis haben eben auch den Vorteil, dass sie immer für ein edles Outfit sorgen, egal ob du jetzt die Variante mit einem, ja, sagen wir mal, runderen Kragen hast oder ob du jetzt die Variante mit so einem bisschen Rollkragen hast, kann ich auch sehr gut empfehlen. Übrigens Rollkragen Strickpullover oder auch Rollkragen Pullover sehr zu empfehlen, da es eben immer ja ein edles Outfit schafft. Meiner Meinung nach ist eben dieser Strickpulli am besten mit so einer Art Anzugshose, entweder im gemusterten Baumwolldesign oder im Anzugsdesign zu tragen. Natürlich kannst du das Ganze auch mit einer Jeans tragen, aber hier würde ich dir empfehlen, dass du den Strickpullover jetzt nicht mit einer Jeans kombinierst, die jetzt so ins ja Extreme, ins Fransige oder ins Löchrige geht. Also bei einem Strickpulli, der so ein bisschen ja sowas Edles deinem Outfit verleiht, bin ich immer deiner Meinung, dass man da auch die Hose so ein bisschen anpassen sollte. Da ist, wie ich eben schon erwähnt habe, so das Beste eigentlich so eine gemusterte Anzugshose, aber wenn es eine Jeans sein soll, dann achte vielleicht darauf, dass sie nicht zu ausgewaschen ist und auch nicht zu fransig und löchrig ist. Das nächste Oberteil ist bestimmt auch jedem geläufig, der Hoodie, den man ganz gerne zu Jeans trägt, den man aber auch sehr gerne zu Cargohosen trägt. Ich finde, der Hoodie, der immer so ja etwas dicker rüberkommt, mit einer schönen langen Kapuze, ist immer so am besten mit einer Cargohose zu tragen. Ich finde, da hat es bei mir immer so am besten gematcht, da so eine Cargohose so ein bisschen was sehr Lässiges verkörpert und der Hoodie natürlich auch enorm lässig daherkommt, sei es jetzt im Oversize-Design oder sei es jetzt einfach im normalen Hoodie-Design, der so ein bisschen enger anliegt. Aber natürlich passt hier auch sehr gut eine einfach schlichte Jeans, entweder so ein bisschen im ausgewascheneren Design oder so ein bisschen im löcherigen, fransigeren Design, ist natürlich auch ein sehr cooles Gimmick, da der Hoodie natürlich deinem Outfit eine Coolness verleiht und dann diese ausgewaschene, löcherige Jeans natürlich dann auch nochmal mit einer Coolness daherkommt. Zu einem Hoodie würde ich dir eigentlich immer erraten, dass natürlich entweder Sneaker trägt oder einfach flache, schlichte Schuhe, was eben auf dem Hoodie bedruckt ist. Da kommen wir dann natürlich dann auch zum Druck daher. Hier jetzt anders als bei anderen normalen, schlichten Oberteilen, mit denen man eher so ein, ja, ein normales Herrenoutfit kreieren möchte, ist hier natürlich zu sagen, dass hier die Drücke auch mal ganz gerne so ein bisschen ins Exklusivere gehen können. Also hier kann man auch ruhig mal auf Drücke setzen, die so ein bisschen ja innovativ sind, die so ein bisschen auffallen. Da du mit dem Outfit jetzt natürlich nicht so in den schicken Herrenbereich gehst, sondern einfach eher in so einen lässigeren Stil. Und da kannst du dann auch ruhig mal einen ja etwas ja exklusiveren Druck auf dem Pulli haben. Jetzt auch gerade im Sommer bin ich auch ein großer Fan von diesen sehr dünn gehaltenen Baumwollpullovern, sei es jetzt so im Longsleeve-Bereich oder sei es jetzt einfach im normalen, ja, Schnittbereich. Diese sehr dünn gehaltenen Pullover haben einfach den Vorteil, dass du auch ja bei 30 Grad so ein bisschen was Langärmeliges tragen kannst. Klar, wenn es jetzt an die 40 Grad zugeht, dann hilft das jetzt natürlich auch nicht, aber dann wird es natürlich auch in andere Klamotten wie T-Shirt oder so unangenehm. Wird der ein oder andere sicher jetzt in den letzten Zeiten gemerkt haben, dass es sehr knallheiß, weil da war es in jeder Klamotte
unangenehm. Ich will dir einfach nur sagen, wenn du dir sagst, hey, ich möchte mal zu irgendeiner Veranstaltung was Langärmeliges tragen, ich möchte nicht einfach nur ein T-Shirt tragen, aber es ist noch relativ warm, dass du dir entweder auf so einen dünnen Baumwoll-Longsleeve setzt, also das ist meistens so wiederhalten, dass diese Longsleeves meistens aus so einem dünnen Baumwollstoff bestehen und natürlich hat der Longsleeve dann auch den Vorteil, dass er dem Outfit auch nochmal so eine gewisse Coolness verleiht und du damit natürlich auch viele Möglichkeiten hast, sei es jetzt mit einer Cargohose in einem schlichten, ja, Olivgrün oder in einem schlichten Beige oder in einem, ja, etwas bläulicheren Ton oder mit einer einfachen schicken Jeans oder mit einer bisschen lässigeren Jeans, also diese dünneren Longsleeves-Pullis sind eigentlich mit sehr vielen, ja, Accessoires zu kombinieren, mit vielen Hosen zu kombinieren. Wie immer kannst du natürlich eine schlichte Kette auf eben deinen dünnen Longsleeve eben legen. Gibt dem Outfit wie immer auch nochmal so einen interessanten Touch, wie ich finde. Ich hoffe jetzt natürlich, das ein oder andere war hier im Video für dich dabei. War jetzt heute nicht so lange. Das nächste Video wird sich dann wieder mehr so ein bisschen um Motivation drehen. Ich hoffe, da bist du natürlich auch wieder am Start. Das wird dann wie immer der Donnerstag sein. Bleib gesund bis dahin. Ciao.